In diesem Video geht es um das Thema Budgetplanung und die Zielkonflikte, die damit verbunden sind zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer. Ich habe auch festgestellt, es wird normalerweise in der Branche wird immer pro Zeiteinheit oder stündlich abgerechnet nach dem Stundensatz. Da entsteht aber ein Zielkonflikt, weil meistens sieht es in der Realität so aus, die Fahrabteilung erkennt irgendein Need, ja, irgendwie eine Software soll erstellt werden, die irgendwas verbessert, produziert. Dann wird irgendwie ein Budget organisiert und dann meistens ist das so 3-Monats-Pakete, ja, so 3-Monats-Budgets, 6-Monats-Budgets, selten auch mal 12 Monate Budget und dann versucht man da möglichst viel reinzupressen, weil man möchte möglichst viel von seinem Geld haben, zurückbekommen. Das ist das Interesse des Auftraggebers. Auf der anderen Seite hat man als Entwickler das Interesse, weil man ja stündlich abrechnet, das Projekt möglichst lang zu ziehen, weil was hat man davon, wenn man möglichst schnell arbeitet? Das Phänomen habe ich auch in vielen Bereichen gesehen, zum Beispiel Regierungen oder Behörden. Ja, ich meine, die kriegen ihr Standardgehalt. Der einzige Weg, sich zu optimieren, weil gehaltlich kann man sich nicht optimieren, der einzige Weg, sich zu optimieren, ist, die Arbeit möglichst zu reduzieren. Also möglichst wenig zu machen oder das absolute Minimum. Bei Angestellten genauso. Ich meine, er kriegt sein Gehalt und natürlich will er, sag ich mal, sich optimieren, indem er halt möglichst weniger leistet oder nicht mehr als nötig, weil es wird eh nicht belohnt. Und bei den Entwicklern ist es, oder bei den selbstständigen Entwicklern ist es bei den Kunden genauso. Ja? Ich meine, der Stundensatz ist einmal verhandelt und da gibt es auch keinen Weg mehr, jetzt irgendwie nach einem Milestone, ist es seltener, oder im Projekt selber irgendwie über Gehälter nochmal über Stundensätze zu verhandeln. Das wird auch ungern gesehen von vielen Unternehmen, ja? Weil man sagt, ja, das ist ja, wir haben uns darauf geeinigt und das ist doch vertraglich auch festgehalten, dies und das. Deswegen will der Entwickler auch möglichst das Projekt langziehen oder möglichst auch wenig machen, weil er nicht mehr Geld dafür bekommt. Also er muss quasi die Entwicklungszeit einfach nur gut genug rüberbringen, dass das Projekt nicht beendet wird. Auf der anderen Seite will aber der Auftraggeber ein möglichst schnelles Ergebnis haben. Und da versteht man bei dem Zielkonflikt nicht, es geht am Ende immer um das Ergebnis. Und anstatt sich in der Mitte zu treffen und über Ergebnisse zu sprechen, redet man an der vorbei, indem man über Stundensätze redet. Ja, der Stundensatz X, ist das vielleicht ein hoher Stundensatz? Sagt er sich, ach nee, ne, ich hatte jemanden, der hat für 40 Euro die Stunde gearbeitet, warum willst du denn 100 Euro und das ist doch alles Wucher und doppelt und dreifach. Auf der anderen Seite, ja, der für 40 Euro gearbeitet hat, ist 10-mal am Tag auf Toilette gegangen oder hat schlecht gearbeitet oder du siehst Nachteile erst später oder Qualität hat nicht gestimmt. Daher schwierig mit Stundensätzen. Ja, meine Empfehlung ist, wenn man ein Budget hat, dass man dieses Budget halt nach Milestones aufteilt, ja, wo man sagt, okay, die Erwartung ist grob an einen Milestone gerichtet. Man bleibt dabei trotzdem agil, man kann den Milestone laufen noch anpassen, wenn es sinnvoll ist, aber man hat eine grobe Erwartungshaltung, die für beide passt. Man einigt sich auf eine grobe Erwartungshaltung, zum Beispiel Laufzeit 3 Monate, dann sagt man, pro Monat muss das erreicht sein. Dann hat man so einen klaren Split von Bereichen, die man bis dahin fertigstellen soll. Wenn das erfüllt ist, dann wird es erfüllt, wenn nicht, dann nicht. Und wenn es früher erfüllt ist, kann man sich auch darauf einigen, ey, zahlst du mir trotzdem den Milestone aus, auch wenn ich früher fertig bin. Also quasi nimmt man den Stundensatz mal die 3 Monate Zeit, Vollzeit, 8 Stunden, kommt eine Summe X raus, sagen wir mal 50.000, nur als Beispiel. Und dann teilen wir die 50.000 durch 3 Monate. Dann kommt raus, sagen wir 60.000 durch 3, 20.000. Dann sagt man sich, okay, ein Paket kostet 20.000, Laufzeit 1 Monat maximal. Und dann wird man vielleicht nach 3 Wochen fertig und nach 2 Wochen, dann kriegt man trotzdem die 20.000 ausgezahlt. Dann kann man sich selber seinen Stundensatz dadurch indirekt optimieren, indem man sagt, okay, wenn ich halt länger brauche, dann kostet das so viel und wenn ich früher fertig bin, dann ist das mein Verdienst, dann bin ich halt früher fertig geworden. Und dann ist das Projekt am Ende fertig und dafür kriege ich das gesamte Budget von X Euro zum Beispiel. Das wäre so eine Lösung, die für beide Seiten eigentlich am praktikabelsten wäre, als ständig über Stundensätze zu sprechen, wo der eine Entwickler versucht, den Kunden dazu zu bringen, möglichst lange ihn im Projekt zu halten, obwohl das gar nicht nötig ist und der Kunde auf der anderen Seite unzufrieden ist, weil sein Projekt immer länger entwickelt wird. Wenn dir das Video gefallen hat, abonniere den Kanal oder kontaktiere mich direkt. Und wenn du wissen willst, wie Softwareprojekte richtig umgesetzt werden, dann folge auch dem Kanal oder kontaktiere mich direkt und bleib gespannt auf die nächsten Videos.